auf euer Sitzkissen oder auf eine Decke, auf alle Fälle auf die Matte und schaut erstmal, dass ihr ankommt mit dem Gesäß. Was heißt das? Das heißt, beide Sitzhöcker richtig schön ebenmäßig zu platzieren. Ja? Mit dem Boden in Verbindung sein, mit der Matte. Euch zentrieren, euch erden, ankommen. Vielleicht innerlich Hallo sagen. Ich habe jetzt mir die Zeit genommen, um zu praktizieren, um Yoga zu machen, was für die Gesundheit zu tun, kräftiger zu werden, flexibler. Und heute ist der Fokus, habe ich schon angekündigt, dass wir wirklich was für die Schultern machen, ja? Also dass wir die dehnen und flexibel halten, genauso den Nacken und den unteren Rücken und das Becken. Also da werden wir viele Übungen machen und schauen, dass es euch dabei gut geht und dass ihr aber auch ein bisschen gefordert werdet, ja? So wie immer. Genau, also schließt gerne die Augen jetzt, nehmt die Hände entweder auf die Knie oder auf die Oberschenkel, da wo es sich gut anfühlt, dass ihr einfach wirklich in einer angenehmen Haltung sitzt. Und trotzdem ist diese Haltung aber bereits mit der Awareness, also mit dem Bewusstsein auf einer unangespannten Aufmerksamkeit. Könnt euch vorstellen, so ein Bild wie von einer Gitarre, wo die Saiten nicht zu lasch sein sollten, gut gespannt sein sollten, aber auch nicht überspannt sein sollten. Und so könnt ihr euch vorstellen, jetzt in diese Kurzmeditation zu gehen, wo wir in die drei Energiezentren, das Solarplexus, den Bauch, die Brust und dann noch den Kopf gehen und den Atem beobachten. Lasst uns jetzt einfach mal richtig schön tief einatmen. Zieht den Atem hoch bis ganz an die Spitze, bis zur Schädeldecke und haltet ihn einen Moment. Und dann lasst ihn wieder durchfließen, durch euch herausfließen. Und dann nochmal tiefes Einatmen. Holt den Atem hoch, zieht ihn nach oben, bis ihr ganz oben seid, bei der Schädeldecke und da haltet. Und ausatmen, wieder den Fluss des Atems spüren, lasst ihn raus. So als würdet ihr euch ausschwemmen wollen, reinigen wollen. Und noch einmal, tiefes Einatmen, zieht den Atem hoch, bis ihr ganz oben seid, haltet den Atem an. Und ausatmen, ein schöner Fluss. Lasst alles raus. Vielleicht alle Sorgen, Anspannungen oder vielleicht ein Ärgernis, was immer da jetzt rauskommen möchte. Was immer ihr vielleicht Negatives heute am Tag erlebt habt. Und dann kommt in eine sanfte Atmung mit dem Bewusstsein auf das Atmen in der Bauchregion. Und dazu beobachtet die Bauchdecke, also wie sie sich hebt und senkt. Und bleibt nur in dieser Region des Beobachtens. Hier im Bauch, Solarplexusbereich, um den Nabel herum. Und beobachtet einfach mal, wie sich die Bauchdecke leicht hebt und wieder leicht senkt beim Ein- und Ausatmen.
Und dann bringt den Atem weiter nach oben in den Brustbereich. Und auch hier beobachtet nur das sanfte Ein- und Ausatmen. Mit dem Fokus jetzt auf den Brustkorb. Und beobachtet vielleicht auch zugleich, wie sich die Rippen leicht dehnen, ausweiten beim Einatmen und wieder zusammenziehen beim Ausatmen. Das sind ganz sanfte Bewegungen. Aber umso mehr ihr eure Aufmerksamkeit dorthin bringt, umso weiter werden diese Bewegungen. Umso mehr Brustöffnung bekommt ihr vielleicht jetzt schon zustande, ohne angestrengt oder Anspannung hier reinzubringen. Bleibt nur bei dieser einfachen Beobachtung. Einatmen und das Ausatmen. Das Weiten des Brustkorbs und das leichte Zusammenziehen des Brustkorbs. Und dann die letzte Station, der Kopf. Und da bringen wir den Atem, den Fokus auf den Nasenrücken erstmal. Und dann beobachtet, wie ihr die kühle Luft einatmet durch die Nasenflügel und warme Luft ausatmet durch die Nasenflügel. Und vielleicht spürt ihr sogar die Nasenhärchen beim Ein- und Ausatmen. Bleibt nur bei dieser einfachen Beobachtung. Das Einatmen und Ausatmen durch die Nasenflügel. Der Mund ist geschlossen. Die Zunge leicht vom Gaumen gelöst. Vielleicht könnt ihr die Mundwinkel etwas nach oben ziehen für das sanfte Yogi-Buddha-Lächeln. Vielleicht spürt ihr, wenn ihr ganz sanft lächelt und nur die Mundwinkel sich nach oben ziehen, ganz leicht, nur unmerklich, dass sich auch sofort die Stirn, dass die Stirn weicher wird. Vielleicht gar keine Falten mehr zu sehen sind. Ihr habt ja eh alle keine Falten, aber so kann man sich das vorstellen. Dass alles sanfter, weicher wird. Bisschen runder. Und genauso mit diesem Bewusstsein wollen wir jetzt in die Asana-Übungen gehen. Also mit einer Sanftheit, mit einem Flow, mit Weichheit. Um hier alle Verspannungen zu lösen. Und dann chanten wir dreimal um. Ihr könnt gerne die Augen noch geschlossen halten oder gerne aufmachen, wie ihr möchtet. Wir synchronisieren jetzt das erste Mal gemeinsam unseren Atem. Wir atmen gemeinsam ein und gemeinsam aus und noch einmal ein.
spürt dem Klang nach des Ohms, der Vibration im Körper. Lasst uns mit der ersten Pranayama-Übung beginnen, dem Kapalabhati, dem Feueratem. Wir atmen gemeinsam ein und schaut dann in eurem eigenen Tempo, wie lange und wie schnell ihr stoßhaft ausatmen wollt. Also wir atmen ein und beginnt jetzt mit dem stoßhaften Feueratem. Und dann atmet komplett aus, entleert euch, entleert die Lungen, vollkommenes Ausatmen. Und dann zieht den Atem hoch, und zwar nur in die Bauchregion. Haltet den Atem, 4 Counts. 4, 3, 2, 1 und zieht den Atem hoch in den Brustbereich. Haltet, 4, 3, 2, 1 und letzte Station, Kinn in den Rachen. Lass das Kinn verschließen. 4, 3, 2, 1 und release. Sanftes, normales Atmen. Spürt in den Unterschied hinein, das Feueratmen im Gegensatz zu dem normalen Atmen. Feueratmen, das jetzt Energie in den Körper pumpt, uns energetisch werden lässt. Dann beginnen wir mit der zweiten Runde Kapalabhati. Wieder in eurem eigenen Tempo. Wir atmen gemeinsam ein und beginnen zu pumpen. Und atmet aus, entleert euch, entleert die Lungen und dann zieht wieder den Atem hoch in die 3 Stationen. Haltet im Bauch, 4, 3, 2, 1 und zieht den Atem hoch, haushaltet mit dem Atem. In die Brust, 4, 3, 2, 1 und in den Rachen, Kinnverschluss, 4, 3, 2, 1 und release. Sanftes, normales Atmen. Und dann die letzte Runde Kapalabhati, der Feueratem. Atmet wieder gemeinsam ein und beginnt in eurem eigenen Tempo zu stoßen, auszuatmen. Atmet komplett aus, entleert die Lunge, dann zieht den Atem wieder hoch. Haushaltet mit dem Atem. Haltet im Bauch, 4, 3, 2, 1 und zieht den Atem hoch in die Brust. Haltet,
4, 3, 2, 1 und zieht den Atem hoch in den Rachen. Kinnverschluss, lass das Kinn nach vorne sinken. 4, 3, 2, 1 und release. Dann nehmt das Kissen und euren Sitzhöcker davor. Das brauchen wir jetzt vorerst nicht. Lasst uns den Yogi-Sitz verändern. Schaut, dass ihr ebenmäßig auf den Sitzhöckern sitzt. Lasst die Wirbelsäule in den Himmel wachsen. Richtig schön gerade werden, nach oben gezogen. Als würdet ihr an einem Strick wie eine Marionette hängen. Wachst etwas weiter nach oben. Und jetzt nehmt den rechten Arm nach oben, klappt eure Hand auf das linke Ohr und jetzt gebt erstmal den Nacken und den Hals einen schönen Stretch nach rechts. Das heißt, die ganze linke Nackenhälfte darf jetzt schön gedehnt werden. Bitte übertut das nicht. Einfach euch eine schöne Streckung und Dehnung geben. Mit Hilfe der rechten Hand, die euch ein bisschen weiter nach rechts zieht. Tiefes Ujjayi-Atmen jetzt, das königliche Yogi-Atmen. Das Atmen durch die Nase und vor allem durch den Rachen. Und dabei bremst ihr ein wenig den Atem aus. Gebt den inneren Organen eine Massage. Tiefes Ujjayi-Atmen. Streckt euch, streckt die rechte, die linke Seite und zieht euch etwas mehr nach rechts, vielleicht noch tiefer. Und dann löst euch, kommt mit dem Kopf wieder in die Gerade. Die linke, der linke Arm nach oben, die linke Hand klappt auf das rechte Ohr. Und auch hier gebt euch jetzt einen leichten Stretch erstmal, nicht zu fest. Einfach so, dass ihr spürt, dass die ganze rechte Seite jetzt hier in die Dehnung kommt. Und atmet da hinein, genau in diese Seite des Nackens und des Halses. Und vielleicht könnt ihr dann ganz langsam euch noch ein bisschen mit der Hand weiter nach links in die Dehnung bringen. Tiefes Ujjayi-Atmen. Einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Kommt wieder in das Zentrum mit dem Kopf, legt die Hand ab auf die Knie. Wir beginnen mit dem Kopf zu kreisen. Erstmal in den Uhrzeigerin und dann versucht, die Kreise im Moment noch etwas kleiner zu halten. Nicht zu weit kreisen, sondern kleinere Kreisbewegungen. Vielleicht knackst es bei dem einen oder anderen im Nacken. Und jetzt langsam lass die Kreise weiter werden mit dem Kopf. Vielleicht wollt ihr das auch verlangsamen, also die Kreisbewegungen einfach etwas geruhsamer, bewusster und langsamer machen. So dass ihr richtig spürt, wie ihr fast mit dem Kopf, mit dem rechten und linken Ohr zur Schulter kommt. Oder vielleicht mit dem Hinterkopf richtig schön im Nacken hinten sitzt oder den Nacken berührt. Kommt langsam mit kleineren Bewegungen des Kopfes wieder zurück zur Mitte. Haltet da kurz an, bis ihr ganz still geworden seid. Und dann beginnen wir sogleich in die andere Richtung zu kreisen. Auch hier beginnt erstmal mit kleineren Kreisen, sodass sich der Nacken, Wirbelsäule auch daran gewöhnen kann, diese Bewegungen des
Kopfes, der sich hier auch schwer werden lässt. Und dann lass die Kreise weiter werden. Vielleicht verlangsamt die Kreisbewegung. Nimm den Ujjayi-Atem mit. Komm mit langsam kleineren Kreisbewegungen wieder zurück zur Mitte. Und spürt hier kurz nach. Und dann nehmen wir die Hände auf die Schultern und beginnen wie beim Fahrrad abwechselnd die Schultern zu kreisen. Also erstmal nach hinten. Schaut mal, dass ihr in einen schönen Fluss kommt hier. Wer mag, kann auch etwas schneller kreisen. Oder eben langsamer. Und dann in die andere Richtung. Und jetzt rudern wir hier vorne. Das heißt, wir schwingen die Ellbogen von links nach rechts, aber machen so eine leichte Unendlichkeitsschleife, also so eine Acht. Die Arme bleiben auf den Schultern. Stellt euch vielleicht auch vor, ihr würdet hier schwimmen, also rudern oder schwimmen. Kommt langsam nach oben. Wir bleiben mit den Händen auf den Schultern und beginnen jetzt mit der Kundalini-Übung, dem rechts-links stoßhaften Ausatmen. Ganz schnelles stoßhaftes Ausatmen. Und beginnt jetzt. Langsam wieder in die Mitte, legt die Hände auf die Knie ab. Wir wechseln den Yogisitz. Der andere Fuß kommt nach vorne und wir umgreifen den vorderen Knöchel. Noch eine Kundalini-Pump-Atemübung. Und zwar, wenn wir nach vorne gehen, blicken wir nach oben, atmen ein. Und wenn wir nach hinten gehen, machen wir uns rund. Atmen aus. Und das jetzt in schnellen, pumpenden Bewegungen, im eigenen Tempo. Langsam zurück in die Mitte. Lass den Kreislauf kurz setzen. Vielleicht ist dem einen oder anderen auch ein bisschen schwindelig. Das ist ganz normal bei so viel Atmen, Pumpen und Energie in den Körper bringen. Lass uns den Kreislauf kurz setzen. Und dann beginnen wir das kreisende Bewegungen, erstmal im Uhrzeigersinn. Und auch hier nehmt den Ujjayi-Atem mit. Tiefes Ein- und Ausatmen. Schaut, dass ihr in fließenden Bewegungen bleibt.
Und dann kommt langsam zurück zur Mitte. Kommt ins Zentrum. Spürt nach, bis ihr wirklich ganz still geworden seid. Und dann kreisende Bewegungen in die andere Richtung. Nehmt den Ujjayi-Atem mit. Tiefes Ein- und Ausatmen. Bleibt in einer weichen, fließenden Bewegung. Wir dehnen jetzt vor allem den unteren Rücken. Machen ihn warm und weich. Ebenso die Hüften, das Becken. Durch das zusätzliche tiefe Ujjayi-Atmen, das bewusste Atmen in diese Region, vielleicht da, wo es zwingt, bringt ihr noch mehr Auflösung der Spannung, wenn ihr Spannung verspüren solltet. Dann kommt langsam mit kleineren Kreisbewegungen wieder zurück in die Mitte. Schließt einen Moment die Augen, spürt nach. Und dann öffnet die Augen. Wir rollen über die Knie in den Vierfüßler. Und in dem Vierfüßler kommen wir erstmal in einen neutralen Rücken. Schaut, dass ihr jetzt schon richtig schön mit breiten, weit gespreizten Fingern und guten, kräftigen Handflächen auf der Matte seid. Neutraler Rücken. Wir gehen erstmal in die Katze Kuh. Beim Einatmen hochblicken, das ist die Kuh. Und ausatmen, macht euch rund für die Katze. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und noch einmal. Einatmen, Blick nach oben und macht euch noch einmal rund für die Katze. Ausatmen und wir kommen in das Kind. Öffnet die Knie, lasst die Zehen sich leicht berühren und jetzt wandert mit den Fingerspitzen nach vorne und vielleicht noch weiter nach vorne und noch weiter nach vorne. Was passiert? Der Rücken bekommt eine wunderbare Dehnung und Streckung. Jetzt atmet da hinein in diese Dehnung, die ihr wahrscheinlich verspürt. Lasst den Kopf nach unten sinken. Lasst die Schultern etwas locker sein, also dass sie nicht zu angespannt sind, aber trotzdem die Ellbogen vom Boden weg durchgestreckt und mit den Fingerspitzen gebt euch diesen zusätzlichen Zug nach vorne. Tiefes Ujjayi-Atmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und noch einmal einatmen und ausatmen. Dann bleibt mit dem Kopf unten, winkelt die Arme an und bringt jetzt eure Handflächen an euren Nacken und gebt euch selber eine kleine Nackenmassage. Also die Hände sind links und rechts vom Hals auf dem Nacken, da wo ihr hinkommt. Und jetzt gebt dem Nacken eine kleine Massage. Ihr seid immer noch im Kind. Die Zehen berühren sich leicht. Massiert euch, lockert alles, was da vielleicht ein bisschen verknotet sein könnte oder hart ist. Versucht da Lockerung reinzubringen durch diese kleine Eigenmassage. Und dann streicht euch mit den Händen am Hals entlang, hoch bis zum Hinterkopf. Also streicht euch nach vorne und jetzt faltet die Hände so, ich zeige es euch kurz, faltet die Hände hinter dem Hinterkopf und bringt euch mit einem leichten Zug in die Länge des Nackens. Also, wir gehen wieder runter,
Der Kopf liegt sanft ab auf der Matte. Die Handflächen sind verschränkt auf dem Hinterkopf. Und jetzt zieh gleich die Haut nach oben und nach vorne, also von euch weg. Ihr gebt dadurch dem Nacken Länge. Und wenn ihr mit der Haut ganz oben seid oder so weit wie vorne, wie es eben geht, dann kommt mit der Hand, mit beiden Händen wieder zurück und zieht euch wieder nach vorne. Also gebt dem Nacken Länge. Und dann gleich nochmal wieder zurück. Schiebt die Haut nach vorne, sanft und sachte. Also nicht so, dass es zieht oder wehtut. Und gleich nochmal. Nehmt die Handflächen, den Druck beider Hände. Und gebt euch dadurch in den Nacken Länge. Das ist auch bei Kopfschmerzen ganz gut. Entlastung hier reinzubringen. Gut, dann löst euch aus diesem Griff. Bringt die Knie zusammen. Wir kommen nach vorne. Linke Ellbogen auf den Boden. Das Gesäß in die Höhe. Wir schieben jetzt die rechte Hand unter der linken Achse hindurch. Strecken sie aus und legen jetzt sachte die rechte Schulter auf den Boden. Also wir geben jetzt der Schulter einen Stretch. Der Blick nach links gerichtet. Tiefes Ujjayi-Atmen hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Zieht euch wieder so zurück, wie ihr reingekommen seid. Und legt jetzt die rechte Handfläche ab und den rechten Ellbogen. Wir kommen zur anderen Seite. Nehmen die linke Hand, fädeln sie unter der rechten Achse hindurch. Legen sanft die linke Schulter auf die Matte, so weit wie es geht. Ebenso den Kopf, der Blick ist nach rechts gerichtet. Legt euch ab, das soll nicht super anstrengend sein. Und atmet jetzt das tiefe Yogi-Atmen, das Ujjayi-Atmen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen. Zieht euch zurück, bringt die Handflächen und die Ellbogen auf den Boden. Dann setzen wir uns wieder in die Kindshaltung. Wandern jetzt mit der Hand, mit der linken Hand und die rechte folgend nach links. Die Arme sind durchgestreckt. Die ganze rechte Flanke bekommt jetzt eine Dehnung und Streckung. Atmet da bewusst hinein. Dehnt die ganze rechte Seite. Tiefes Ujjayi-Atmen. Und wer noch tiefer gehen möchte, legt die rechte Hand jetzt auf die linke ab. Tiefes Ein- und Ausatmen, Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen und noch einmal Einatmen und Ausatmen. Bringt den Kopf erst nach oben. Und dann wandert langsam zurück zur Mitte. Und wir wandern gleich weiter mit der rechten Hand. Immer, immer weiter, so weit wie ihr könnt. Die linke folgt. Gebt jetzt der ganzen linken Flanke eine Dehnung und Streckung. Und wer noch ein bisschen tiefer gehen möchte, legt die linke Hand jetzt auf die rechte ab und atmet das tiefe Ujjayi-Atmen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen. Und dann bringt den Kopf nach oben. Wandert langsam wieder mit den Händen und durchgestreckten Armen zur Mitte, zum Zentrum.
mit der nächsten Einatmung schieben wir uns wie eine Schlange nach vorne, die Brust so lang wie möglich am Boden. Wir kommen in die Kobra, ganz eine einfache Kobra, und damit am runden Rücken zurück in das Kind. Genau. Und noch einmal schiebt euch nach oben wie eine Schlange und wieder zurück in das Kind. Weiche Bewegungen, fließende Bewegungen. Ausatmen im Kinn und einatmen, wenn ihr nach oben kommt, in die Kobra. Bleibt fließend und weich. Einatmen. Runder Rücken, ausatmen, noch einmal, einatmen, runder Rücken, nach unten kommt und wir legen uns kurz ab im Kind. Zwei tiefe Atemzüge hier, einatmen, ausatmen, einatmen. Und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung Blick nach oben, der Kopf nach oben. Ganz weite Krähenfüße machen und presst euch nach oben über den Vierfüßler in den herabschauenden Hund. Und da paddeln wir und dehnen erstmal alles, was jetzt gedehnt werden möchte. Die Beine sind ja auch noch dran. Schaut einfach, was euch gut tut jetzt im Moment, um da ein bisschen Leben, noch mehr Leben hineinzubringen. Die Füße, die Beine, die Knie, die Oberschenkel. Und dann kommen wir gemeinsam auf die Zehenspitzen. Wir bleiben auf den Zehenspitzen und strecken jetzt das rechte Bein nach oben. Auf der linken Zehenspitze bleibend. Und dann das rechte Bein wieder nach unten. Wir bleiben auf den Zehenspitzen. Linkes Bein nach oben, streckt es. Und wieder nach unten. Und jetzt kommen wir in den herabschauenden Hund und schaut mal, ob ihr mit den Fersen noch etwas weiter in Richtung Matte, Boden kommen könnt. Tiefes Ujjayi-Atmen hier. Tiefes Ujjayi-Atmen. Versucht bewusst die Fersen in Richtung Boden zu bringen. Starke Hände. Gespreizte Finger. Und dann kommen wir wieder auf die Zehenspitzen. Noch einmal. Streckt das rechte Bein nach oben. Wir sind und bleiben auf den Zehen. Und ausatmen. Rechte Zehen zum Boden. Wir bleiben auf den rechten Zehenspitzen. Linkes Bein nach oben. Und kommt wieder auf die Zehenspitzen. Noch einmal so weit, wie ihr könnt. Und dann lasst langsam die Fersen Richtung Boden kommen. Zwei tiefe Atemzüge hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung springen wir nach vorne in die Froschposition. Beide Hände außerhalb, beide Füße außerhalb der Hände und wir kommen in den Squat. Richtet euch hier vielleicht einen Moment. Lasst die Hände und Fingerspitzen vor euch am Boden. Schaut, ob ihr etwas mit dem Rücken nach oben wachsen könnt. Und dann bringt die Hände in der Gebetshaltung vor die Brust. Presst etwas die Knie auseinander mit den Ellbogen. Tiefes Ujjayi-Atmen hier.
dann löst euch aus der Gebetshaltung. Wir nehmen die rechte Hand an die Außenseite des rechten Fußes. Und der linke Arm streckt sich nach oben. Wir folgen unserem Blick zur linken Hand. Das ist der Drishti-Punkt. Tiefes Ein- und Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und noch einmal einatmen. Und ausatmen. Bringt die Hand wieder nach vorne in die Gebetshaltung. Zwei tiefe Atemzüge hier. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal einatmen. Und ausatmen. Die linke Hand zur linken Seite. Und die rechte Hand, der rechte Arm öffnet sich. Blick zu den rechten Fingerspitzen oder über die rechte Schulter hinweg. Dehnung und Twist nach rechts. Tiefes Ujjayi-Atmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und noch einmal einatmen. Und ausatmen. Bringt die rechte Hand wieder nach vorne, die linke ebenso. Und die Gebetshaltung. Lasst den Rücken nochmal gerade und nach oben wachsen. Dann bringt die Hände auf die Matte, stützt euch ab und kommt in die Standhaltung. Bringt die Füße etwas näher zusammen. Und wir greifen jetzt mit unserem Yogi-Griff die großen Zehen. Bei der nächsten Einatmung kommt nochmal in die Gerade. Und dann beim Ausatmen in die Vorbeuge über beide durchgestreckte Knie. Tiefes Ujjayi-Atmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und noch einmal einatmen. Und ausatmen. Löst euch. Dann schiebt die Handflächen unter die Fußsohlen für einen tieferen Stretch. Noch einmal in die Gerade beim Einatmen. Und dann faltet über die Knie zusammen. Lasst den Kopf schwer werden. Tiefes Ujjayi-Atmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen. Löst euch, zieht die Hände unter den Fußsohlen hervor, nehmt die Hände in die Hüften, kommt langsam mit einem geraden Rücken nach oben und wer noch nicht vorne ist am vorderen Rand der Matte, kommt zum vorderen Rand der Matte. Beide Füße zusammen, die Hände vor die Brust. Einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, springen oder schreiten nach hinten. Gerne den rechten Fuß erst, dann den linken hinzu in den herabschauenden Hund. Einatmen hier. Ausatmen, schiefe Ebene, Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, die Kobra. Ausatmen, über die Knie in den herabschauenden Hund. Zwei tiefe Atemzüge hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen und
beim Ausatmen linker Fuß nach vorne, der rechte kommt hinzu. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, Arme über den Kopf. Wir bleiben im Flow. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, linkes Bein nach hinten für den herabschauenden Mund. Hier einatmen und ausatmen, Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen, Cobra. Ausatmen, über das Kind in den herabschauenden Hund. Zwei tiefe Atemzüge hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und beim Ausatmen rechtes Bein nach vorne zu den Händen. Linkes kommt hinzu. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, Arme über den Kopf und Tadasana, die Bergposition. Öffnet für einen Moment die Füße. Schließt kurz die Augen, sucht euch einen inneren Drishti, die vielleicht zwischen den Augenbrauen, der Punkt. Lasst das Becken nach vorne kippen. Aktive Bergposition. Der Brustkorb möchte sich öffnen. Die Schulterblätter ziehen sich nach hinten zusammen. Dann bringt die Füße wieder zusammen für Variation B des Sonnengrußes, Hände vor die Brust. Tiefes Einatmen in die Brust. Ausatmen, Fingerspitzen zum Boden. Einatmen, der Stuhl, Utkatasana. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, springen oder streiten in Chaturanga. Ausatmen, einatmen, der heraufschauende Hund. Und ausatmen, über die Zehen rollen in den herabschauenden Hund. Rechtes Bein für recht, für den Krieger auf der rechten Seite nach vorne. Einatmen, ausatmen, Hände wieder zum Boden. Chaturanga. Einatmen. Ausatmen. Rollt über die Zehen, wenn ihr könnt. Einatmen. Linker Fuß nach vorne. Krieger auf der linken Seite. Ausatmen. Hände wieder zum Boden. Chaturanga. Einatmen. Raufschauender Hund. Und ausatmen. Herabschauender Hund. Da bleiben wir. Zwei tiefe Atemzüge. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung rechtes Bein so weit ihr könnt nach oben. Streckt es nach oben. Und dann ausatmen, schwingt den rechten Fuß nach vorne. Wir bringen die linke Ferse zum Boden. Und kommen jetzt erstmal nach oben. Verschränken die Hände hinter den Rücken und machen eine Faust hinter dem Rücken. Sinkt etwas tiefer für den Humble Warrior. Das heißt, der Krieger, der nach vorne gebeugt ist. Sodass wir die Schultern etwas dehnen. Der Kopf ist auf der Innenseite des rechten Fußes. Ebenso die rechte Schulter. Wir sind also auf der linken Seite vom rechten Bein. Und schaut, wie weit ihr die Arme über den Kopf strecken könnt. Und vielleicht könnt ihr sogar noch tiefer sinken. Tiefes Ujjayi atmen. Einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen
Und aus. Atmen, kommt langsam nach oben. Öffnet euch für den Krieger 2. Einatmen, streckt das rechte Bein durch. Aus. Atmen, kommt nochmal in einen tiefen Krieger 2. Noch einmal strecken, einatmen und reverse. Rechter Arm streckt sich über den Körper, über den Kopf hinweg. Gebt der ganzen rechten Flanke wieder Weite und Dehnung. Tiefes Ujjayi atmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und aus. Atmen, bringt den rechten Arm nach vorne und spreizt beide Hände, Arme von euch weg. Ausgangsstellung für das Dreieck. Könnt ihr gerne den Schritt auch etwas verkleinern. Und jetzt lasst euch nach vorne ziehen, als würde euch eine unsichtbare Hand nach vorne ziehen wollen. Und dann kippt in das Dreieck. Greift, wo immer die rechte Hand landen möchte, vielleicht am Knöchel oder am Schienbein oder am Zeh. Und jetzt öffne die ganze linke Seite. Tiefes Ujjayi und schaut auch, dass ihr die linke Hüfte noch weiter öffnet. Das rechte Bein ist schön durchgestreckt. Der Blick Drishti folgt den linken Fingerspitzen. Tiefes Ujjayi atmen hier. Einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Aufgepasst, bringt erstmal nur den Blick zum rechten Fuß. Dann winkeln wir das rechte Knie an. Wir bringen die rechte Hand an die Innenseite des rechten Fußes. Und jetzt schaut mal, ob ihr mit der linken, mit dem linken Arm um euren Rücken greifen könnt und vielleicht euren Oberschenkel greifen könnt. Und nochmal, öffnet euch die ganze linke Seite. Blick über die linke Schulter nach oben gerichtet. Tiefes Ujjayi atmen. Starke Füße, presst die Schulter, die rechte Schulter etwas gegen die Innenseite des Knies. Habt Connection hier, haltet die Connection, gebt euch Stabilität, presst die Außenseite der linken Kante des Fußes schön in den Boden. Tiefes Ujjayi atmen, noch eine tiefe Atmung, einatmen, ausatmen und dann bringt den Blick wieder zum rechten Fuß, löst die Hand, die linke Hand und streckt den linken Arm nochmal durch, folgt mit dem Blick der linken Hand. Dann der Kopf wendet sich wieder nach vorne und wir kommen wieder hoch in den Krieger 2. Einatmen, streckt das Bein durch. Ausatmen, bringt beide Füße parallel mit Blick zur langen Matte, Hände in die Hüften. Genau. Dann einatmen, leichter Blick nach oben. Ausatmen, Vorwärtsbeuge und bringt die Hände auf den Boden. Einatmen nochmal in die gerade, Blick nach vorne, gerader Rücken. Und jetzt beim Ausatmen schaut mal, wie weit ihr mit dem Kopf zum Boden kommt. Ihr könnt mit den Händen etwas noch weiter nach hinten wandern. Die Ellbogen blicken nicht nach außen, sondern nach innen. Gebt euch noch einen Zug dadurch, vielleicht weiter in Richtung Boden mit dem Kopf. Tiefes Ujjayi atmen, einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen. Wir bleiben unten, aufgepasst.
Nehmt die Hände und macht eine Faust hinter dem Rücken. Also wir gehen nicht nach oben, macht gleich die Faust hinter dem Rücken. Und jetzt zieht die Faust in Richtung über euren Rücken, Richtung Boden. Tiefes Ujjayi atmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen und ausatmen. Und dann kommt langsam erstmal mit dem Blick nach oben, der Oberkörper lotrecht, dann die Hände in die Hüften und dann bringt den Oberkörper ganz nach oben und zigzagt euch zurück zur Mitte. Wir treffen uns am vorderen Rand der Matte. Füße zusammen, die Hände vor die Brust. Fokussiert euch, sucht euch euren Drishti, außen oder innen. Und tiefes Einatmen in den Brustbereich. Und dann ausatmen, Fingerspitzen zum Boden. Einatmen, Utkatasana, der Stuhl. Und ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, gerade Rücken. Ausatmen, springen oder schreiten nach hinten in Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Da bleiben wir zwei tiefe Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung linkes Bein so weit ihr könnt nach oben, streckt es nach oben, presst die rechte Ferse in den Boden. Und dann ausatmen, schwingt den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Bringt die rechte Ferse jetzt auf den Boden. Und kommt nach oben. Macht eine Faust, verschränkt diesmal die Hände, die Finger andersherum. Öffnet den Brustkorb. Zieht euch nach unten für einen Moment, Blick nach oben gerichtet. Und jetzt beim Ausatmen kommt in den Humble Warrior. Der Kopf sinkt auf der Innenseite des linken Beines nach unten, so weit wie ihr könnt. Und die Faust will über den Kopf hinweg, Richtung Boden oder wo immer sie hinkommt. Tiefes Ujjayi atmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Noch einmal einatmen und ausatmen. Kommt lang nach oben, streckt das Bein durch, bringt beide Arme, also spreizt die Arme von euch und wir kommen nochmal in den Krieger 2, der linken Seite, einatmen, streckt das Bein durch, noch einmal ausatmen, tieferer Krieger 2. Einatmen, reverse, die linke Hand wandert nach oben, streckt sich in den Himmel, in die Decke hinein. Die ganze linke Flanke bekommt eine Streckung und Dehnung. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Atmen und noch einmal einatmen und ausatmen, bringt den linken Arm nach vorne, Ausgangsstellung für das Dreieck, ich
drehe mich anders herum, damit ich euch ein bisschen wenigstens sehen kann. Und dann kippt nach vorne. Lasst euch von einer unsichtbaren Hand nach vorne ziehen. Kippt noch weiter nach vorne. Und dann lasst die linke Hand, wo immer sie gerne landen möchte, auf dem linken Fuß oder Knöchel oder Schienbein oder Zeh herabgleiten. Öffnet die rechte Seite jetzt. Blick folgt der rechten Hand, das ist euer Drishti. Öffnet auch die rechte Hüfte. Das linke Bein ist schön durchgestreckt. Tiefes Ujjayi atmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, ausatmen, noch einmal, einatmen und ausatmen. Aufgepasst, der Blick geht nur zum linken Fuß. Dann winken wir das linke Bein an, das linke Knie. Die Hand geht an die Innenseite vom linken Fuß. Der rechte Arm umwickelt den Körper und schaut mal, ob ihr den Oberschenkel erreicht. Gebt euch nochmal einen Stretch und Dehnung, vor allem der Schulter und dem unteren Rücken. Blick über die rechte Schulter hinweg. Dehnung nach rechts. Tiefes Ujjayi atmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen. Dann löst euch vom Griff am Oberschenkel und streckt den rechten Arm aus, nochmal nach oben und dann bringt die Hand nach vorne. Komm den Oberkörper nach oben. Verlagern den Blick zur langen Seite der Matte. Hände in die Hüften. Einatmen, leichte Rückbeuge und ausatmen, Vorbeuge. Bringt bitte beide Hände vor das Gesicht. Wir wechseln ab. Einatmen, rechter Arm nach oben. Der Blick folgt der rechten Hand. Ausatmen, rechte Hand nach unten, wechsel, linke Arm, linke Hand nach oben, ausatmen, noch einmal rechts nach oben, dehnt und streckt euch, ausatmen, rechte Hand nach unten, noch einmal links, einatmen und ausatmen. Jetzt lasst beide Hände vor eurem Kopf. Und wir gehen jetzt noch etwas weiter in eine Grätsche, so weit wie ihr könnt. Schaut einfach nur. Und bleibt aber mit starken Händen und Armen. Also das ist eure Kraft, euer Winkel. Und jetzt gehen wir auf beide Ellbogen herunter, machen eine Faust und schaut mal, ob ihr eventuell noch weiter strecken könnt. Also in die Grätsche kommt. Tiefes Ujjayi atmen. Einatmen. Die ganze Kraft ist auf den Ellbogen und der Faust. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und noch einmal einatmen. Und ausatmen. Schiebt euch langsam im Zigzag-Format wieder zurück. Nehmt die Hände wieder vor das Gesicht, presst euch mit geraden Armen nach oben und geradem Rücken, Blick nach vorne gerichtet, nehmt die Hände in die Hüften und kommt langsam nach oben. Wir zigzacken uns wieder zurück. Und treffen uns am vorderen Rand der Matte. Füße zusammen.
Hände vor die Brust. Tiefes Einatmen in die Brust. Ausatmen, Fingerspitzen zum Boden. Einatmen, Utkatasana, der Stuhl. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, nach hinten springen. Und wir kommen in den herabschauenden Hund. Vom herabschauenden Hund lassen wir uns herab in das Kind. Lasst uns hier jetzt die Knie richtig schön weit machen. Und wir legen uns ab in das aktive Kind. Und jetzt nochmal, lasst den Kopf sanft auf den Boden gleiten. Nehmt wieder die Hände und gebt euch eine kleine Rückenmassage. Also Nackenmassage. Bis zum Rücken kommt hier keiner. Einfach nur den Nacken massieren. Alles, was vielleicht noch angespannt ist, weich lockern. Massieren, kneten oder vielleicht einfach nur streicheln. Was immer ihr jetzt für ein Gefühl habt, das euch gut tut. Schöne kleine Massage. Und dann macht wieder mit den Händen, also verschränkt wieder die Hände, legt die Handflächen wieder auf den Hinterkopf und gebt dem Nacken wieder Länge, indem ihr die Kopfhaut leicht nach vorne zieht. Also ihr könnt da ruhig ein bisschen Druck ausüben und ihr spürt, dass da Länge reinkommt oder sich die Haare wirklich anspannen. Und wenn ihr ganz oben seid mit der Haut oder den Händen, dann kommt wieder zurück zum Hinterkopf und nochmal. Zieht die Haut weg, gebt dem Nacken Länge, schöne Länge und Stretch. Und dann einfach noch einmal dasselbe. Und dann löst euch. Bringt euch langsam nach oben mit dem Oberkörper. Bringt die Knie wieder zusammen. Kommt ein bisschen mehr in die Mitte der Matte. Setzt euch auf die rechte Seite der Hüften und bringt die Füße vor euch. Zieht die Knie zu euch heran und wir umarmen die Knie und machen ein kleines Paket aus uns. Gerne könnt ihr die Nase zu den Knien ziehen oder die Stirn. Macht euch rund und klein, tiefes Ujjayi-Atmen weiterhin. Einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Und dann bringt den Kopf wieder nach oben. Lasst uns in den halben Lotus kommen. Der rechte Fuß legt den rechten Fuß ab auf den linken Oberschenkel für den halben Lotus. Kommt erstmal in eine gerade Sitzhaltung. Schaut, dass ihr auch hier auf beiden Sitzhöckern ebenmäßig sitzt. Wir machen jetzt noch ein paar Hüftöffnungen, sehr schöne. Und wir nehmen die rechte Hand. Und umgreifen den Rücken mit dem rechten Arm, schauen, ob wir die Zehen erwischen. Und die linke Hand legt sich ab auf das rechte Knie. Einatmen für den Twist zur rechten Seite. Und beim Ausatmen kommt in eine tiefere Dehnung mit Blick über die rechte Schulter. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, Dehnung nach rechts. Einatmen, langer Rücken.
Ausatmen, Dehnung nach rechts. Einatmen, langer Rücken. Und noch einmal ausatmen, Dehnung nach rechts. Und dann kommt erst mit dem Blick nach vorne. Dann löst den Griff vom Zeh. Nehmt euren rechten Fuß und legt ihn ab vor das linke Knie. Dann nehmen wir den linken Fuß und legen ihn ab auf das rechte Knie. Das heißt, die Form, die wir jetzt angenommen haben, ist eine quadratische Form. Linker Fuß auf rechten Knie und der rechte Fuß unterhalb vom linken Knie. Und das dürft ihr jetzt hier so richtig schön ein bisschen ziehen in den Hüften. Jetzt nehmt die Hände in eure Hüfte und zieht das Fleisch etwas nach unten. Atmet das tiefe Ujjayi-Atmen. Da, wo es spannt, dürft ihr jetzt richtig bewusst hineinatmen und zieht das Fleisch weg. Zieht das Fleisch nach unten. Und wer mag und noch ein bisschen tiefer gehen möchte, kann auch gerne die Hände nach vorne nehmen oder auf die Fingerspitzen kommen. Den Rücken nochmal eine Gerade geben. Und zieht euch etwas nach vorne, aber nicht zu weit. Tiefes Ujjayi-Atmen, wo immer ihr jetzt Anspannung spürt. Den Sweet Spot hinein, tiefes Ujjayi-Atmen, die Füße sind geflext. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen. Kommt nach oben, löst den Fuß, bringt euch in die Position des Sukhasana-Sitzes, des einfachen Yogi-Sitzes und spürt kurz nach. Eine der Hüften hat jetzt richtig schön gearbeitet. Da könnt ihr einfach mal hinspüren, vielleicht spürt ihr den Unterschied links und rechts. Und dann helft euch mit den Händen, nehmt die Knie in die Hände und bringt die Knie zusammen, die Füße wieder vor euch. Wir machen wieder ein rundes Paket, umarmen uns und bringen die Stirn oder die Nasenspitze zu den Knien, machen uns rund und klein. Tiefes Ujjayi-Atmen, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen. Bringt den Kopf nach oben, löst euch und wir kommen in den Lotussitz auf der anderen Seite, das heißt der linke Fuß. Legt den linken Fuß ab auf den rechten Oberschenkel. Und auch hier, schaut erstmal, dass ihr ebenmäßig auf beiden Sitzhöckern sitzt. Gerader Rücken. Dann nehmen wir die linke Hand und greifen den Rücken und schauen, ob wir den linken Fuß oder die Zehenspitzen erreichen und greifen können. Rechte Hand auf das linke Knie. Einatmen, gerader Rücken und dann ausatmen in den Twist nach links. Blick über die linke Schulter. Einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, Twist nach links. Einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, Twist nach links. Einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, Twist nach links. Und dann bringt erst den Blick wieder nach vorne. Dann löst euch von den Zehen. Nehmt den linken Fuß und legt ihn ab vor dem rechten Knie. Und den rechten Fuß legen wir jetzt ab auf das linke Knie. Also auf das linke Knie. Flext beide Füße und schaut, dass ihr wirklich in einem schönen Quadrat
hier sitzt. Das rechte Knie ist positioniert über dem linken Fuß, wenn das irgendwie geht. Und jetzt dürft ihr wieder in der Hüfte schön ziehen. Nehmt die Hände zur Hüfte und zieht das Fleisch etwas nach unten, um euch dann noch mehr in die Öffnung zu bringen. Es darf gut tun. Und wer mag, ein bisschen tiefer gehen will, kann die Hände nach vorne bringen. Kommt gerne auf die Fingerspitzen. Zieht euch leicht nach vorne mit langem Rücken. Gebt der Hüfte nochmal mehr Dehnung und Streckung. Atmet bewusst mit dem Ujjayi-Atem da hinein, wo der Sweet Spot ist, wo es vielleicht jetzt gerade besonders zieht. Tiefes Ujjayi-Atmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und noch einmal einatmen und ausatmen. Löst euch, kommt nach oben, bringt den Fuß vom Knie herunter in den einfachen Yogi-Sitzukasana und spürt jetzt einfach kurz nach. Und dann helft euch wieder mit den Händen. Bringt die Knie zusammen und macht nochmal ein Paket. Macht euch klein und rund, umarmt euch selber. Stirn oder Nase zu den Knien. Rund und klein machen. Und dann bringt den Kopf nach oben, wir strecken die Beine vor uns aus. Komm in Dandasana, die aufrechte Winkelhaltung. Bringt euch richtig in eine schöne, gerade Rückenposition. Die Hände neben die Hüften. Und aktiviert die ganzen Oberschenkelmuskeln. Lüpft die Fersen etwas nach oben. Die Zehen sind geflext, blicken zu uns. Unsere Richtung, atmet hier tiefes Ujjayi-Atmen, einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Lockert euch, schüttelt die Beine kurz aus, einfach ausschütteln. Und dann bringt die Beine wieder zusammen für Paschimottanasana. Einatmen, Arme über den Kopf und ausatmen. Erstmal kommt erstmal an die Fußsohlen oder an die Zehen oder an die Knöchel, wo ihr jetzt gerne greifen wollt. Schaut, dass ihr jetzt noch einmal einatmet und einen schönen geraden Rücken macht. Aktive Oberschenkelmuskeln. Und jetzt beim Ausatmen zieht euch nach vorne und schaut, wo ihr greifen wollt. Vielleicht wollt ihr auch die Fußsohlen greifen. Und klappt euch wie ein Klappmesser zusammen. Aktive Beine, drückt die Knie schön in den Boden. Tiefes Ujjayi-Atmen. Wenn hier jetzt der Rücken etwas rund wird, ist das ganz normal. Zieht euch nach vorne, tiefes Ujjayi-Atmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und noch einmal einatmen und ausatmen. Kommt erst mit dem Blick nach oben, dann löst euch mit den Händen, wo immer ihr wart, kommt mit dem Oberkörper nach oben und lasst uns kontrolliert mit dem Oberrücken sogleich nach unten auf die Matte gleiten. Wenn ihr unten seid, könnt ihr gerne einen Moment die Füße auseinanderfallen lassen.
Und dann zieht die Beine, die Knie zu euch heran. Für Baby Yogi Nidra. Bringt die Fußsohlen nach oben, winkelt die Knie an und greift von innen heraus, also die Ellbogen sind an der Innenseite der Knie, und greift jetzt die Außenkanten der Füße. Zieht die Füße und die Knie in Richtung Boden. Nochmal, das ist ein Hüftöffner. Tiefes Ujjayi atmen hier. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Und dann löst euch. Bringt die Füße vor euch nach oben. Also streckt die Beine aus nach oben wie ein Einbaum. Und dann helft euch selber. Schaut, wie ihr in den Schulterstand kommt. Also entweder könnt ihr in der Inversion jetzt in dieser Position bleiben. Oder aber ihr geht noch weiter in den Schulterstand. In die Kerze. 10 tiefe Atemzüge hier. Und dann kommt mit geraden, aktiven Beinen wie ein Einbaum mit den Füßen in Richtung Überkopf für Halasana den Flug. Schaut einfach, wie weit ihr kommt, aber die Beine sollen durchgestreckt bleiben. Dann macht eine Faust hinter dem Rücken, streckt die Ellbogen durch, lasst das Becken nach oben wachsen. Und dann Kanapidasana, die Knie zu den Ohren, macht euch rund und klein. Und dann bringt die Handflächen erstmal zum Boden und rollt euch langsam, aber kontrolliert mit durchgestreckten Beinen wie ein Einbaum langsam zurück, Wirbel für Wirbel, kontrolliert und langsam mit den Beinen wieder Richtung Boden. Und wenn ihr den Boden berührt, hebt euch hoch in den Fisch, auf die Ellbogen. Lasst den Kopf leicht in den Nacken sinken. Zieht die Zehen zu euch heran. Nochmal 3 tiefe Ujjayi-Atmungen hier im Fisch. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und noch einmal einatmen und ausatmen. Jetzt bringt beim Einatmen den Kopf erst nach oben. Dann legt euch sanft für Shavasana ab. Nehmt euch gerne eine Decke, was zum Zudecken, oder zieht euch Socken an. Macht's euch warm und gemütlich für die letzten Minuten der Ruhepause in Shavasana. Und atmet einmal richtig schön tief ein und tief aus. Und noch einmal tief ein
Und tief aus. Und beim letzten tiefen Einatmen machen wir eine Faust und spannen. Also wir machen Fäuste. Spannen den ganzen Körper nochmal richtig an. Verzieht das Gesicht. Spannt alles an, was ihr nur anspannen könnt. So fest ihr könnt. Macht eine Grimasse. Und dann lasst los. Alles loslassen. Alles loslassen. Vollkommen loslassen. Spürt in den Unterschied hinein. In das Loslassen, das Entspannen. Lasst euch gedanklich noch tiefer in die Matte sinken, schwer werden, alles von euch fallen lassen. Der Atem wird ruhig und klopft euch vielleicht innerlich auf beide Schultern oder den Nacken, den ihr so schön massiert habt. Mit einem kleinen Lob, dass ihr es geschafft habt, auf die Matte zu gehen, zu praktizieren, euch was Gutes getan zu haben. Dann lasst den Gedanken los. Lasst alle Gedanken los. Lasst die Gefühl von euch davon fließen, aus euch herausfließen, wie flüssiges, warmes Wasser. Und spürt in euren, zu eurer Stirn, zu eurem Schädel, zu eurem Kopf. Spürt da nochmal in einen kleinen Kopf-Body-Scan hinein, ob da alles weich und entspannt ist, losgelöst ist. Die Stirn weich, die Augenbrauen weich, die Backenknochen weich. Die Lider schwer, die Lippen leicht geöffnet, das Kinn locker, die Zunge vom Gaumen gelöst und relax. Tiefe Entspannung. Relax.
bewegt leicht die Finger und die Zehen, den Kopf, bringt wieder etwas Leben in euer Körper. Der Marc kann auch die Arme über den Kopf strecken. Dehnt euch nochmal schön. Und dann kommt nochmal in die Embryos-Haltung zur rechten Seite. Macht euch nochmal klein und rund. Und dann kommt langsam wieder zum Sitzen. Schaut auch hier fürs letzte Mal nochmal schön auf beiden Sitzhöckern ausgeglichen zu sein. Legt die Hände auf die Knie ab. Schließt einen Moment die Augen. Wir chanten nochmal dreimal um zum Abschluss. Synchronisieren ein letztes Mal den Atem. Und lasst uns gemeinsam einatmen. Und ausatmen. Und noch einmal einatmen. Daumen an die Stirn und wer mag, kann sich noch mal vorbeugen. Namaste. Schön, dass ihr da wart, fleißig wart, praktiziert habt. Dankeschön.